Willkommen zurück zu Euphloria. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Playendes Kaninchen. Und ich werde mich jetzt, nachdem wir die ersten drei Missionen von Euphloria, diesem sehr atmosphärisch und wirklich, finde ich persönlich, einzigartigen Echtzeit-Strategiespiel mit Sprösslingen, Bäumen und Pflanzen, haben wir die ersten drei Missionen gemacht. Ich habe vergessen, wie der Satz angefangen hat, der war einfach viel zu lang. Die erste Mission haben wir gemacht, so, und jetzt kommt Mission Nummer 4, das Gefecht. Wir haben herausgefunden, es gibt irgendein böses, eine böse Krankheit, die hier Böses will. Finde die Quelle der grauen Krankheit, jene. Jeder gefundene Graue muss zerstört werden. Finde heraus, was sie sind und woher sie kommen. Erobere das Land zurück, das sie infiziert haben. Ja, das klingt einladend. Wir werden gleich als allererstes mal unsere Pflanzen, unsere Setzlinge, die wir haben, in Bäume investieren, damit wir möglichst schnell neue Setzlinge kriegen. Denn auch diese beiden Asteroiden, die wir hier haben, sind nicht schlecht. Also er ist wirklich super aufgebaut. Er hat... Hallo? Von... Ach, da wird schon gekämpft! Ach, hier wird schon... Oh Gott, das war vielleicht ein Fehler gleich, die Bäume... Na, ist egal. Hier sind zwei Feinde, hier sind auch zwei. Die sind aber auch verdammt stark, die wir hier bekommen. Die haben sehr viel Energie, sehr viel Stärke und sind auch ordentlich schnell, genauso wie die hier. Die sind nicht ganz so schnell und nicht ganz so stark, also dieser Asteroid ist auf jeden Fall besser. Ich frage mich, woher die kommen. Das wissen wir natürlich noch nicht, da wir noch nichts losgeschickt haben. Pass auf, ich werde mal ganz kurz... Ich würde gerne nur Teile davon schicken. Kann ich nicht. Ich kann entweder alle oder gar nicht. Pass auf, hier ist ja... Er steht gerade ein bisschen Ruhe. Geht mal ganz kurz nach da und guckt, was dort ist. Und ihr kommt mal mit, genau. Da ist nämlich schon Spaß. Auf diesem Planeten, die haben aber noch keinen Baum. Das heißt, die haben sich hier noch nicht festsetzen können. Das ist schon mal sehr gut. Die Gegner bauen ja auch, können ja auch Bäume bauen. Ja, will ich gar nicht so. Ich habe, wie ihr seht, eingestellt, dass das Menü sich unten ausblendet, wenn ich gerade nichts angeklickt habe. Ich fand das ein bisschen nervig vorher. So, können wir gleich mal einen Baum pflanzen. Denn auch dieser Planet, dieser Asteroid sieht verdammt geil aus. Wenn man sich das mal anschaut, ne? Der ist noch besser. Ich sollte hier ganz, ganz viel züchten. Aber ich darf diesen hier nicht außer Acht lassen. Da hier... Ich weiß nicht, von wo die kommen. Pass mal auf. Wir haben hier drei Stück. Ich lasse ich mal noch ein bisschen, dass hier... ein bisschen... vielleicht noch ein zweiter Baum entstehen kann. Grundsätzlich ist das Spiel momentan natürlich noch relativ... wenig komplex, aber ich habe gesehen, also schon einfach dadurch, dass die Leute hier unterschiedliche Fähigkeiten haben, ist natürlich eine gewisse Komplexität geschaffen. Aber ich habe auch schon gesehen, dass es später noch weitere Komplexität gibt, in Form von zum Beispiel weiteren Verteidigungsstrukturen und dergleichen. Also da kommt, denke ich, auch noch einiges auf uns zu. Geht mal, ich will noch nicht, ich möchte eigentlich lieber noch einen zweiten Baum haben. Hier sind jetzt drei. Okay. So, dann haben wir da jetzt vier, dann haben wir jetzt auf jeden Fall genügend Verteidigung auf diesem. Ach, geht mal, guck mal, was, schaut mal, was dort ist. So, gucken wir mal, wie sieht's aus? Ja, der ist komplett frei, das ist natürlich sehr schön. Ist jetzt auch nicht gerade der Knüllerbaum. Das bedeutet, wir werden dort nur... Knüllerbaum. Nicht der Knüller-Asteroid. Das heißt, wir werden da auch nur einen Baum züchten, dass wir diesen haben. Aber mehr braucht man da ja nicht. So. Wie sieht eigentlich die Karte aus? Ah ja, da wird schon wieder gekämpft. Unten ist noch ein großer. Da kann ich aber noch nicht hingucken. Oh Gott, hier ist richtig Spaß. 35 Feinde? Und das sind richtig harte Feinde, wenn ich mir das hier anschaue. Ach du Schande. Sofort zurück. Was? Ihr könnt nicht?
Wie bitte? Oh mein Gott, wie sieht's aus? Oh, unsere Bäume kriegen richtig viel ab. Und zwar... Da muss irgendwo ein Nest von denen sein. Okay. Dann gehen wir noch mit nach dort. Es ist krass, dieser reicht nicht aus, um wieder zurückzukommen. Das ist natürlich nicht schön. Das heißt, die haben auch unterschiedlich große Reichweiten. Wir werden jetzt alles hier erstmal in den stecken, dass wir den auf jeden Fall halten. Wir haben nämlich auch schon echte Probleme. Unsere Bäume kriegen richtig... Oh, der hier unten ist auch richtig schlimm dran. Ich habe gesehen, dass meine Maus nicht aufgezeichnet wird. Ein übliches Problem bei mir. Aber die unteren drei Bäume sehen schon nicht so schön aus. Könnt ihr mal jetzt anfangen, die zu besiegen? Dankeschön. Ah, ich habe halt nur einen... Auf dem Planeten nur einen Baum. Wie viele sind jetzt hier? Fünf, okay. Wie gut ist der eigentlich hier? Ach, das war nicht so der Knüller. Oh Gott, ist der schlecht. 45 Feinde? Ach du Schande. Wie viel haben wir jetzt hier? 6? Oh Gott. Jetzt sind es nur noch 30 Feinde. Wir schaffen es langsam, die zurückzudrängen. Vorerst. Sie fliegen, ah, sie fliehen. Seht ihr das? Da fliehen sie. Und sie fliehen zu diesem Planeten. Okay, das wird auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Wie viele sind jetzt hier? 8. Ihr beide geht mal noch mit nach dort. Dann können wir dort züchten. Ihr 4 bleibt mal hier, damit wir... Ich will nicht. Der ist eigentlich nicht so gut, der Planet. So, und jetzt herrscht hier Ruhe, Angriff. Es können maximal, soweit ich das mitbekommen habe, 10 Setzlinge pro Baum da sein. Hier züchten wir gleich mal los, machen gleich 2. Die sind zwar nicht so schnell, aber dafür ziemlich stark. Und jetzt wird hier schon wieder gekämpft. Ein Feind, naja, wird. Kann ich nicht nach dort fliegen? Doch, hier, wir müssen jetzt sofort weiter. Naja, hier geht's richtig ab. Aber da werden wir mit der Übermacht gar kein großes Problem bei diesem Planeten haben. Da fliehen sie auch schon bei diesem Asteroiden. Ja, da haben wir sie so gut wie vollständig vertrieben. Hier sind ja jetzt 10, da können wir jetzt hier... So. Wie sieht's aus? Ja, ja, ja. Die sind schnell und halten gut was aus, machen aber dafür wenig Schaden. Die sind schon ziemlich lange hier, deswegen hält der Baum auch so viel aus. Da war er weg. Gut. Jetzt könnt ihr das schön sehen, wie die Kernenergie runtergeht. Also für jeden unserer Setzlinge, der dort reinwandert, geht die Kernenergie herunter. Wir pflanzen gleich noch einen Baum und dann geht es weiter auf diesem Planeten. So. Oh, hier wird auch schon gekämpft. Ja, das ist natürlich der Knüllerplanet schlechthin. So. Damit haben wir auch den weg. Schafft ihr das mal schnell bitte? Möglichst schnell? Gut. Dann sofort hierhin. Angriff. Weil hier ist die Hauptbasis von denen, wie es scheint. 3 Bäume sehe ich da spontan. Aber jetzt haben wir schon 60 Truppen. Der hat nur 50. Und wir werden natürlich sofort noch weitere Truppen nachziehen.
Da kommen sie angeflogen. Ja, da haben sie gar keine Chance. Wir haben halt zum Glück genügend Setzlinge zusammenkriegen können. Und auch relativ starke. Hier wäre natürlich relativ schwach, wenn ihr das seht, die machen nicht viel Schaden. Die halten zwar ziemlich viel aus, aber die machen wenig Schaden, die Setzlinge, die hier entstehen. Und das ist unser Vorteil. Es gibt im... Warte mal, ich will mal noch ganz kurz was gucken. Denn es gibt hier Teamsymbole und Teamfarben. Ich würde mal sehen, was das ist. Ob sich das irgendwie... Ah, okay, das sind die Teamsymbole und Farben. Denn ich finde, es ist ein bisschen schwierig zu sehen, welche dieser Gegner... welche dieser Setzlinge Feinde sind und welche unsere sind. Okay. Ich finde das aber mit den Symbolen gar nicht so schlecht hier. Deswegen lasse ich die mal... dahin... Gehst mir damit mal hin. Hier hin, dort dahin. So. Ah, damit haben wir auch diesen übernommen. Sehr schön. Wie ihr seht, reicht es, wenn ein Baum zerstört wird und dann, man muss halt nur in den Kern. Man muss den Kern des Asteroiden übernehmen. Und dann gehört uns der ganze Asteroid. So, schnell mal dorthin. Ach, hier sind auch noch... Der gehört eigentlich ihm, aber... Ein anderes Setzlingreich? Wer sind sie? Haben sie die graue Krankheit mit sich gebracht? Tja, das... Oh, Stimmt. Das sind nochmal andere. Aber auch die halten nichts gegen unsere Übermacht von 89 Setzlingen aus. So. Und jetzt... Ach, hier oben wird schon wieder gekämpft. Naja, das wollen wir doch mal sehen. Wie viele sind da? Ach, zwei. Pff. Ja, am Anfang ist das Spiel natürlich deutlich leicht. Also, ich schätze mal, dass das mit Absicht zu leicht ist, dass man überhaupt erstmal reinfindet in das Spiel. Und ein wenig das System lernt. So, hier sind alle Feinde besiegt. Auf dem Planeten hier unten sind auch schon alle, naja, so gut wie alle besiegt. Da sind sie alle, wir übernehmen den gerade, da kommen immer noch welche von uns. Hier versuchen sie noch ein bisschen was zu reißen. Da schicken wir einfach mal noch ein paar Truppen hin, den haben wir übernommen. So. Und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis hier einer der Bäume fällt. Da, jetzt können sie hier eindringen und den Kern übernehmen. Und wie sie sich alle drum scharen. Angeblich soll das Ganze in einem Weltraum-Setting spielen, deswegen Asteroiden und dergleichen. Muss ich persönlich sagen, finde, also klar kann man, ist okay, wenn das halt wirklich ein Weltraum-Setting sein soll. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich Weltraum ist. So, wir haben alles besiegt. So, denke ich. Und jetzt? Hier wird noch gekämpft. Da kommen noch Feinde, wo kommt... Ach so, Glückwunsch! Du hast diesen Teil des Universums eingenommen. Allerdings, von nun an brechen wahrscheinlich härtere Zeiten an. Dem mag wohl so sein. Immerhin waren jetzt schon mal zwei Feinde. Die grauen und diese aquamarinfarbenen. Und... In der nächsten Mission, in der letzten, soweit ich das sehe, von Abflug, wobei eine könnte da noch sein, hier passt noch ein bisschen Platz neben der 1. Die graue Zone, wird es dann vermutlich noch ein bisschen heftiger zugehen. Allerdings werden wir das... Ach komm, das mache ich noch, ich fange noch an. Mache ich hier 20 Minuten Folgen erstmal und dann gucken wir mal. Könnt ihr sagen, was ihr dazu sagt, ob ihr sagt, ja... 15 reichen, 20 sind zu viel. Die graue Zone. Oder ob ihr sagt, 20 Minuten sind okay. Oder ob ihr sagt, ey, komm, da kannst du eine halbe Stunde machen.
Wir haben erfahren, dass dieses Gebiet von den Grauen übernommen wurde. Erobere unsere Territorien zurück und mache diesen Ort wieder fruchtbar. Oh, wir sind blau. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Hier sind jetzt drei Bäume. Der Baum. Ich kann ja nur drei setzen. Natürlich nicht gut. Okay. Gleich erstmal alles hier reinsetzen. Ich möchte gerne den Großen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ziemlich mächtig sein wird. Da komme ich aber noch nicht hin. Dann gehen wir erst nach dort. So. Glaube auch, dass... Ich kann halt immer nur in dem Bereich arbeiten, in dem ich auch... Also den ich so halbwegs erreichen kann. Und das Blau sieht sehr, sehr schön aus. Von mir aus kann ich gerne weiterhin blau bleiben. So. Ah, der ist natürlich nicht wirklich gut, aber... Brauche die Setzlinge, deswegen muss ich gerade einfach mal... Man kann zur Not ja auch einfach mit purer Übermacht gewinnen. Das funktioniert ja auch immer. Ganz gut in vielen Spielen. So, dann will ich diesen Großen haben. So, das reicht ja nämlich auch erstmal. Zwei Bäume müssen reichen. Jetzt haben wir hier 14 Stück. Ab zum Großen. Dann können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, dort einen Baum anpflanzen. Sofern dort keine Gegner drauf sitzen. Yes! Oh, der ist super. Oh, der ist traumhaft. Guckt euch diese Stats an. Das ist ein Traum-Asteroid. Alles hin. Wir brauchen definitiv dort oben mehr Bäume. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Autoroute... Oh Gott, der ist ja noch größer. Eine Autoroute zu erzeugen, dass man sagt, ja, geht alle dorthin, die produziert werden, so wie in anderen Strategiespielen. So, dann haben wir da, das dürfte jetzt reichen. 10, genau. So, haben wir drei Bäume. Sehr, sehr gut. Komm, dann schicken wir jetzt hier noch welche hin, dann haben wir da auch den dritten Baum. Ja, ihr könnt eigentlich wieder zurück, ihr drei, die da angeflogen kommen. Dann haben wir hier nämlich auch gleich die Möglichkeit, noch den dritten zu pflanzen. Denn ich kann mir vorstellen, dass ich hier alles an Truppen brauche, an Setzlingen, was ich finden kann. Das Blau sieht wirklich fantastisch aus. Generell, das Spiel ist super ästhetisch. Die Musik ist wirklich gut gemacht. Und auf die Idee zu kommen, ich meine, das Konzept ist natürlich relativ bekannt. Dieser Art von Strategiespielen, das gibt es ja auch mit allen möglichen anderen Settings. Aber die haben das wirklich sehr schön umgesetzt. So, wir sammeln hier mal unsere Setzlinge, damit ich dann... Von hier aus... Oh, da kommt ein schöner großer Schwarm. Die sind natürlich unterschiedlich schnell, klar, logisch. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal noch unten die beiden anderen einzunehmen. Weil ich kann mir vorstellen, dass die auf dem hier hinten sitzen. Da sitzt bestimmt der Feind. Und das ist so kaum egal, so ein schlechter Asteroid. Die Größe des Asteroiden sagt definitiv etwas über die, über die Stärke des Asteroiden und somit auch die, oder über die Werte des Asteroiden und somit auch über die Werte der Setzlinge aus, die wir damit erschaffen. Na los, schön alle hier unten versammeln. Hier wachsen fleißig weiter die Bäume. Die haben eine Maximalgröße? Oh. Achso. Die haben eine Maximalgröße, bis zu der sie wachsen und auch bis zu der sie Setzlinge ausbilden. Also jetzt wie viele gleichzeitig. Wovon das genau abhängt, weiß ich noch nicht. So.
Ich habe noch keinen Feind gesehen. Gibt es hier keinen? Bisher übernehme ich einfach nur alles mit sehr schlechten Werten. Ist schon mal ein bisschen besser wieder. Aber nichts gegen den. Bemede ist echt fantastisch. Oh, hier wird gekämpft. Ha. Okay, es gibt Feinde. In Ordnung. Dadurch, dass wir jetzt aber 6 Asteroiden haben, die jeweils 3 Bäume haben, werden wir hier richtig viele Truppen versammeln können. Und somit sehr einfach. Ich überlege auch, ich komme noch nicht hin. So, wir greifen gleich mal an. Wir haben 43, da kommen noch weitere. Wir sind mal so dreist, dann machen wir einen Frontalangriff auf beide Seiten. So. Denn auch dann kann er natürlich seine Truppen, muss er natürlich ein bisschen aufteilen dann in dem Fall. Ich würde gerne... Oh, da kommen sie. Ihr fliegt mal mit nach dort. Ja, das ist... Wenn er jetzt da nicht zufällig auf dem letzten irgendwie 17 Bäume hat, die gleichzeitig produzieren, dann dürfte das alles gar kein Problem sein. Ja, schaut es sich an. Los, Angriff hier. Drauf auf den letzten Asteroiden. Flieg vorsichtig, kleiner Setzling. Diese Schutzbäume sind gefährlich. Sie geben explosive Schoten frei, die uns verfolgen. Diese Bäume können von Setzlingen mit großer Stärke bekämpft werden. Was? Wovon redet er? Ach, da guck mal, da sind... Guck mal, hier sind Stacheln drauf. Das sind wirklich... Die sehen anders aus. Das sind keine normalen Bäume. Noch keine normalen Setzlinge, sondern... Da seht ihr das. Die explodieren. Das sind Minen. Oha. Oder geht's denn noch weiter? Ach du Schande. Oha, mit großer Stärke. Ob wir genügend Setzlinge mit großer Stärke haben, um diesen Baum zu bekämpfen? Ah, ihr seht das, die werden einfach weggeschossen. Na los, den machen wir noch. Haut ihn nieder. Yes, sehr gut. Sind da kleine Setzlinge dabei. Das ist ja kaum zu glauben, wie klein die sind. Schaut euch die an. Guck mal, wie klein. Süß. Und schnuffelig. Nun kannst du selber Schutzbäume pflanzen. Probier es aus. Pflanze einige davon auf einem Asteroiden. Das kannst du über das Menü des einzelnen Asteroiden. Beachte, dass ältere Bäume stärker gewachsen sind und mehr Schoten abwerfen als jüngere Bäume. Ich würde sagen, das probieren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss.